Festnacht der Götter! Die Freude soll ihr Meisterstück machen. Unser Fiesco, der erzählt die Geschichte eines Spielers, eines sehr hedonistischen, selbstgenießerischen Menschen, aus dem ein Politiker wird und der nie aufhört, ein Spieler zu sein. Übermorgen fallen 12 Senatoren. Doria wird Monarch. Setz dich und schreib die Namen der 12 Kandidaten. Johann Ludwig Fiesco von Lavagna. Alle Figuren sind extrem überdreht und haben extremen Wirkungsdrang. Und auch das Politische und auch das Machtgeschäft ist sozusagen Teil dieser Theaterwelt. Ich verletze die Tugend? Haha, Tugend. Der erhabene Kopf hat andere Versuchungen als der gemeine. Diesen Tyrannen wird Fiesco stürzen, das ist gewiss. Gut, Fiesco wird Genuas gefährlichster Tyrann werden. Schiller selbst hat ja lange überlegt, wie dieses Stück enden soll und ob Fiesco am Schluss stirbt oder sozusagen gewinnt. Das zeigt dieses interessante Faszinosum von Schiller mit dieser letztlich amoralischen Figur, mit jemandem, von dem man sich distanziert und immer wieder aber auch angezogen wird. Das zeigt uns letztlich unsere eigene Verführbarkeit. Liebe, unsere Liebe träumt sich in jede Wüste ein Elysium.